Ja, moin moin, willkommen zu einer neuen Review. Heute zeige ich euch Starscream und zwar in der Cyberverse-Kategorie. Starscream ist ein Decepticon und sieht man hier sehr schön, schon ein wenig von der Farbgebung her, doch etwas zurückhaltend, sag ich mal. Also man sieht hier hellblaue Akzente ein bisschen und das Gesicht hat gelbe Augen bekommen und Cockpit ein wenig. Ja, im Großen und Ganzen kommt er doch sehr gut rüber. Und hat in den Armen sehr gute Beweglichkeit, also Schulter, Ellbogen und Beine nicht, also wie gesagt nur in der Hüfte. Der Kopf ist starr und ansonsten kleine Figur. So, kommen wir gleich zur Transformation und die relativ einfach ist. Als erstes klappen wir vorne die Front hoch, weil das Fahrzeug, die Flugzeugfront. Dann können wir auch schon das Heck soweit umklappen. Wir machen die Seitenlenkwerke ein bisschen hoch. Und dann können wir schon die Beine machen. Im Flugzeugmodus sieht er nicht ganz so gut aus, weil diese ganzen, weil die Beine und die Arme doch sehr, sehr auffallend sind. Und zwar können wir das dann so rumklappen. So. Ja, die Teile fallen leicht ab. So. Andere Seite genau das gleiche. Und zwar kann man sich eigentlich ganz gut dadurch richten, dass hier kleine Räder dran sind, die das Leitwerk nachher sind. Und so kann man die Beine eigentlich relativ einfach und schnell so weit Dann kommen wir drehen. Zu den Armen. Dazu schieben wir die Schulterpolster hier sozusagen. Die Schulter können wir ein bisschen nach unten machen. Und dann hat er hier drinnen. Hier in den Arm hat er so eine Einbuchtung und dann und die passt genau hier so rauf. So, die können wir dann, da kann das dann so einrasten, wenn es dann einrastet. So, naja, hält nicht so richtig, dass die Figur ist schlechte Qualitätskontrolle wohl durchgegangen da. So, und das wäre es denn schon eigentlich. Soweit wäre er denn schon transformiert. Wie gesagt, im Flugzeugmodus sieht ja nicht ganz so gut aus. Hätte man wesentlich mehr draus machen können, aber. Und was mir aufgefallen ist, nach zwei, dreimal Transformation lösen sich die Teile alle wirklich auf. Also, das ist alles sehr, sehr locker und bloß nicht damit so viel rumspielen, sonst löst sich der nachher auf und verschwindet nachher irgendwo in den Weiten des Teppichs oder so. Keine Ahnung. Also, die Teile sind alle ziemlich zerbrechlich und so. Naja, auf jeden Fall. Sieht er denn so schon im Flugzeugmodus aus? Also, naja, die von Cyberverse, also die Cyberverse-Figuren sind, gibt's schon bessere davon. Aber weil er, wie gesagt, so einsam da rumhing, naja. Im Robotermodus sieht er ja besser aus, also geht's noch gerade so. Tja. Das wär's dann erstmal von mir heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.